Hause ran und das direkt gegen einen alten Weggefährten. Mit dem Topscorer der Freezers, Jerome Flake, hat er vor 6 Jahren noch zusammen im Mannheimer Nachwuchs gespielt. Der hat mit den Hamburgern aktuell... Krefeld eigentlich im Scheibenbesitz, dann aber die Freezers mit Festerling und mit Jerome Flake, der da gut nacharbeitet. An der Bande Jerome Flake und dann aufgepasst. Fantastischer Pass von Flake auf Festerling. 1:0 für die Hamburg Freezers in der 9. Minute. Super Kombination. Jerome Flake dreht sich rum um den Gegenspieler und dann der No-Look-Pass genau auf den Schläger von Garrett Festerling. Eine klasse Vorarbeit. Jerome Flake am Freitag noch mit einem mächtigen Schlagschuss ein Tor erzielt, aber er kann auch vorbereiten, das zeigt er. Hier. Die Freezers also in Führung und es dauert bis zur 9. ihrerseits zu reagieren, aber die Freezers kontern schnell über Flake und erneut David Wolf. Doppelpack für ihn und somit erlegt er die Roosters praktisch im Alleingang und bringt die U2 World zum Kochen. Hamburg spielt das verdammt gut. Unglaublich schnell und der Pass von Flake. Die Düsseldorfer brauchen dann die Auszeit. Es müssen neue taktische Konzepte durchgesprochen werden. Aber zunächst kommen weiter die Hamburg gespielt. Und die Hamburger haben noch nicht genug in diesem zweiten Drittel. 34. Minute, Jerome Flake auf David Wolf. So einfach ist das manchmal beim Eishockey. Das 4:2, 6. Saisontreffer für Wolf. Und Jerome Flake zieht mit Brandon Reed in der internen Hamburger Scorerliste durch diesen Assist wieder gleich. Und das 1:1 in der 39. Minute. Riesenjubel, knapp 9000 Zuschauer wollen das Spiel zwischen Hamburg und Berlin sehen und Flake sorgt mit diesem wuchtigen Schuss für den Ausgleich. 1:1 auch der Spielstand nach dem zweiten Drittel. Ausgeglichenes, spannendes, starkes Spiel zwischen den Freezers und den Eisbären. Dann die Berliner in Überzahl, aber Nico Kremmer sehr, sehr stark an der Bande, robust und entschlossen. Und Nico Kremmer mit dem 2:1. Shorthander in der 45. Minute, Führungstor für die Hamburg Freezers. Zweites Saisontor für den 20-jährigen Nico Kremmer. Hat das auch geschaut? Ist der Passweg frei? Nee, ich mach's selber. Und das ist das 2:1. Und Hamburg legt nach mit Garrett Festerling. Und Jerome Flake, gut nachgesetzt. Dann nochmal Festerling. Scheibe kommt auf Oppenheimer, Flake, Festerling, klasse gespielt. Ein Riesentor. Alle drei Stürmer dieser Reihe einmal an der Scheibe. Und am Ende erzielt Garrett Festerling sein 4. Saisontor. Super Auge von Flake und Festerling überwindet Rob Sepp. Und die Hamburg Freezers, die haben noch nicht genug. Jerome Flake scheitert an Sepp. Auch dieses Mal stark gespielt. Festerling auf Flake. Der scheitert dieses Mal. Über Garrett Festerling. Dann der Schuss von Köppchen. Die Scheibe kommt wieder irgendwie zu Festerling. Und dann kommt Jerome Flake mit dem zweiten Versuch. Erzielt er das 2:1. 8. Saisontor mittlerweile für den 22-jährigen Jerome Flake, der momentan richtig stark spielt und hier zeigt, weshalb er so gut in Form ist. Erneute Führung also für die Freezers. Irgendwie kommt die Scheibe dazu, Flake durcheinander vor dem Tor der Tigers und safe. Dann der Scheibenverlust von Straubing in der Offensive und die Hamburger kontern über Flake, Festerling und Flake. 3:1, erneut Jerome Flake, der hier also den Doppelpack schnürt und 2,5 Minuten vor Schluss die Hamburger mit seinem 9. Saisontor auf 3:1 in Führung bringt.